Hätten wir wohl noch einen P-Switch mitnehmen müssen. Damit wir da hinten durchkommen. Sieht so aus. So. Verdammt, bin ich ein Idiot. Ich wollte jetzt ablegen und haben gekickt. Servus Leute zum weiteren Part zu Mario Maker. Wir machen weiter mit den Leveln vom Easy, wollte ich so sagen. Wir machen weiter mit den Leveln von Dream Hearts, Water of Easy Life. Durch das Easy kam ich jetzt auf unseren Easy. Mit 48,57%iger Abschlussrate. Das ist ja mal hoch. Bin ich gar nicht gewohnt von unserem Dream Hearts. Water of Easy Life von Dream Hearts. Ach, sowas ähnliches hast du doch als Passage in dem anderen Level schon verbaut. Ja. Skin ist genau dieselbe Passage. Mit diesen Stacheln und dem ganzen Zeug. Ja, kurz und schmerzlos. Kurzes und schmerzloses Level von unserer Dream Hearts. Geht das Ganze schneller voran, als ich dachte? Kommen wir schneller zum letzten Level und somit zum nächsten Levelbauer? Ja, ist auch okay. Ist auch okay. So, schauen wir uns das letzte Level an. Mario World One Easy hatten wir schon mal. In dem früheren Part, da müsst ihr mal rumsuchen. Ghost of House 2. 8,12%ige Abschlussrate. Ich bin gespannt. Ghost of House 2 von Dream Hearts. Super Mario World Style. Oh, interessant. Hidden Block. Muss ich da rüber? Sehe ich das richtig? Ja, hier geht's rein. Powerblöcke. Aha, für die Manchas. Hier wäre nochmal ein Yoshi. Das ist nur so eine Art Bonusraum. Alles klar. Marschieren wir wieder zurück. Okay. Jetzt sind wir wieder hier, wo wir regulär wären. Wären wir nicht durch die Röhre gegangen. Okay. Ups. So, Geister, die können wir nicht fressen, oder? Nee. Aber Knochentrocken können wir fressen. Oh, da unten ist eine Red Coin. Oh, verdammt. Das muss ich mal anders machen hier. Sonst komme ich nicht an die Red Coin ran. Komm mal her. Jetzt bin ich gespannt, ob das funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Verdammt. Jetzt habe ich die Shell zerstört. Ja, es geht so auch. Eili geili. Yoshi frisst die Bomben. Das wollen wir nicht. Wir wollen da durch. So, bomb dich doch mal da durch. Verdammt. Verdammt, nicht aufgepasst. Komm schon, Doschen. Ey, der Yoshi nervt mich jetzt ein bisschen. Irgendwie steht er im Weg. So. Jetzt müssten wir eigentlich schon durchkommen. Ja, Yoshi nimmt es persönlich. Ich habe gesagt, er nervt mich und schon rennt er weg. Da zeigt der Pfeil. Ah ja. Okay. Check the point. Soll ich trotzdem noch drauf schauen? Soll ich? Oh, hier ist nochmal Yoshi. Ist ja geil.
So. Wo müssen wir hin? Müssen wir da rein? Ich habe keine Ahnung, wo wir sind und wo wir hin müssen. Ach, das ist Red Coin. Eine fehlt noch. Alles klärchen, Wunderbärchen. Kamek. Kamek. Knochen trocken. So, gekillt. Gekillt. Jetzt muss ich gucken. Verdammt. So. Verdammt nochmal. Alter. Etza. So was hier? Jawohl, funktioniert. Hier wäre nochmal Yoshi. Hier ist ein Buizettel. Und schon ist Yoshi weg. Ups, Alter, knapp. Und du, die Hammerbrüder, ich mag sie ja, die Jungs. Überhaupt nicht. Nein, Schlüsseltür war optional. So, Leute, das waren die Level von unserem Dreamhats. Hammer, hätte ich ja nicht gedacht, als ich angefangen habe mit ihren Leveln. Die haben mich ja stellenweise echt zur Weißglut getrieben. Mit der Trollerei und den Gegner gespamme. Aber die letzten Level wurden immer besser. Gefällt mir, Dreamhats. Gefällt mir. So, jetzt gucken wir noch mal kurz. Ja, wir haben alle Level. Das heißt, wir marschieren schnurstracks zum nächsten Level-Erbauer. Bastianio. Er hält sich in Grenzen, was er gebaut hat. Das ist schon mal gut. Das heißt, unter Umständen könnten wir uns die Level vom Arne auch noch anschauen. Mein erstes Level. Und Abschlussrate von 35,78%. Mein erstes Level von Bastianio. Ich bin gespannt. New Super Mario Bros. U Style. Na komm, geh da rauf. Ich will wissen, ob da was drin ist. Ein Buizettel. So. Ja, in den ersten Leveln probiert man ja immer gern was aus. Natürlich ist Trollerei immer mit dabei. Das haben so die ersten Level an sich, aber hier nicht. Hier ist das erste Level relativ kurz. Kurz und schmerzlos. So glaube ich, nenne ich den Part, wenn ich dran denke. Kurz und schmerzlos. Die Level waren bis jetzt alle relativ kurz. Aber so bekommen wir zumindest recht viele in einen Part. Gefällt mir, Weltrekord 6 Sekunden. Gucken wir uns das nächste Level an von unserem Bastianio. Der N-Star hat den Weltrekord. Kenne ich nicht. Der Untergrund, 5,66%ige Abschlussrate. Weltrekord hat der fränkische Noob. Einen schönen Gruß an dieser Stelle an den Stelly. Der Untergrund von Bastianio in New Super Mario Bros. U Style. Ich bin gespannt. Stachis. Obwohlzettel. Geht's da weiter rauf? No, da gehen wir da lang. Müssen wir aufpassen. Verdammt, ich sag's noch. Komm, gehen wir. Feuerblume. Jawohl. So, wo müssen wir hin? Wo müssen wir da hin? Ah, Trampolin. Pramades, der Lucky Du. Der Lucky Du. Jetzt hat er die Wolke da drinnen, der Idiot. Das gefällt mir gar nicht. Hätte ich. Oh, was ist denn das hier, Alter? Riesenstachy in der Wolke. Hatte ich so auch noch nicht. So, wo müssen wir hin? Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Hier schon das Ziel. Hammer. Hälfte dieses Levels haben wir überskippt mit der Wolke. Ist auch nett. Ja, wie gesagt, wenn ich die Möglichkeit bekomme,
mit der Wolke irgendwas zu überspringen, dann tue ich das. Beziehungsweise zu überfliegen. Da habe ich kein Problem mit. Die... Oh, Weltrekord. Stelly, hab deinen Weltrekord geknackt. Sehr schön. Der Untergrund. Schauen wir uns das nächste Level an vom Bastianio. Ich weiß, dass der Bastianio in den höheren Leveln, ich habe ja schon das eine oder andere von ihm angezockt, dass er da unter anderem sehr schwere Sachen hat. Finde den Weg, Fragezeichen. Da hat er schon ziemlich harten Stuff verbaut, das weiß ich. 4,88%ige Abschlussrate. New Super Mario Bros. U Style. Finde den Weg von Bastianio. So, ist da was drin? Ja, es ist immer so Glückssache. Aha, das war dumm. Das war dumm. Und das war dümmer. Was soll ich jetzt tun hier? Finde den Weg. Bin ich jetzt tot? Was soll ich jetzt da tun? Finde den Weg, heißt das Level. Das heißt, er hat hier irgendwo was versteckt. Jetzt holen wir uns jetzt hier erstmal. Ach, da ist der B-Switch drin. Der B-Switch ist da drin. Der B-Switch. La Switch de la B. Na komm, hör auf wieder. Das reicht schon. Mach Schluss. Hallo. Hallo, Sie. Du, der Propeller-Bilz, den finde ich ja heiligeil. Komm. Will ich haben. Propeller-Bilz. Der wird so selten verbaut, der ist ends geil. Den mag ich. Vielleicht sollte ich echt mal New Super Mario Bros. Wii zocken. Da ist er ja Hauptitem. Habe ich schon lange nicht mehr gezockt. Müsste ich direkt mal machen. So. Oh, hier ist schon das Ziel, wenn wir hinkommen. Aber hier geht's nicht weiter. Das heißt, wir müssen unten rum. Aha. Wiggler. Verdammtes Feuer. Er will noch nicht, dass wir ins Ziel gehen. Er hat noch eine Schweinerei vor mit uns. Findet den Weg. Bin ich jetzt in der richtigen Tür oder nicht? Feuerblume nehmen wir natürlich gerne. Da unten ist der B-Switch. Muss ich in die andere Tür, oder? Muss ich in die andere Tür? Dachte ich mir. So, und jetzt dann da rein. Und da durch. So, links oder rechts? Ich habe keine Ahnung. Wo geht's da hin? Bonusraum. Und schon habe ich es verkackt. Das war die Geschichte mit dem Bonus. Ich bekomme ihn nicht. Monty, hau ab. Hotheads. Hammer, Bruder. Altes Luder. Wo müssen wir hin? Oh, die Preußen. Die Preußen. Verdammt. Hat er mich schon gepiekst, der Preuße? Verdammter Hammer, Bruder. Mario hat es nicht geschossen. Hier geht's doch gerade weiter, oder? Ich muss nach unten oder sowas. Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Da hinten ist der P-Switch. So. Müssen wir vielleicht da runter? Müssen wir jetzt dem Panzer seine Arbeit machen lassen? Fände ich jetzt ein bisschen langweilig. Drum machen wir es anders. So. B-Switch, geht's da rein? Nein. Das heißt, er möchte, dass wir da hinten lang gehen. Schauen wir mal, ob das richtig ist. Komm, geh da durch. So. Jetzt. Schaut ganz gut aus. Ja, hat ganz gut ausgeschaut.
Wo müssen wir hin? Waren wir jetzt hier schon? Alter, ist dieses Level verwirrend hier. Hätten wir wohl noch einen P-Switch mitnehmen müssen. Wird man da hinten durchkommen? Sieht so aus. So. Verdammt, bin ich ein Idiot. Ich wollte jetzt ablegen und haben gekickt. Ja, und es gab keinen Checkpoint. Ist ja nett. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als das Level entstand, gab es noch keine Checkpoints. Das haben so die ersten Level an sich. Was natürlich immer schlecht ist. Komm, mach hinne hier. Mach hinne. So, jetzt. Oh, Bella-Bills wollen wir haben. B-Switch wollen wir haben. So, den nehme ich jetzt so mit. Für den Fall der Fälle. Und gucken, wo wir den brauchen. Wo wir ihn brauchen können. So. Genau. Verdammt. Aber wir müssen nach unten. Wir müssen hier sowieso nach unten. Oh, oh. Und hier rein. So, dann müssen wir da rein. Feuerblume. Genau. Und jetzt brauchen wir den da hinten. Bleib ich über ein Feuer stehen, ich Idiot. Monty. Monty Maulwurf. So. Wo muss ich jetzt nochmal hin? Wo muss ich hin? Wo ging es jetzt da nochmal rein? Ach, das war das hier. Kriege ich überhaupt die Blume? Die ist doch gar nicht holbar. Nein, die kriege ich nicht. Trollerei. Trollerei von unserem Bastianio. Und der Lockenwickler, der nervt. Hammer, Bruder. So, jetzt gucken wir mal, wo wir hin müssen. Ah, das hier war das. Geh weg. Geh einfach weg von mir. Da geht's nicht lang. Da geht's nicht weiter. Okay. Also müssen wir da lang. Ups. Verdammt. Ich will da rauf. Jetzt. So. So. Und jetzt, ach, kommen die Preußen wieder, genau. Da kommen die Preußen jetzt hier in Blau. Ist in den Notenblöcken was versteckt? Natürlich nicht. Ah, hier ist ein Item. Ah, hier geht's auch nicht weiter. Genau. Hier sind wir wieder daheim. Hier sind wir daheim. So, dann kicken wir jetzt da rein. Kicken wir da rein, habe ich gesagt. Dann soll ich hier seine Arbeit tun. Und dann holen wir uns den P-Switch. Na komm. Jawohl. So, wir arbeiten uns langsam aber sicher vor. Einmal auslösen. Oh, das war dumm. Und doch, es kommt trotzdem noch raus. So. Hammer, Bruder. Ich kann ihn nicht killen da oben. Ist ja geil. Ah, hier muss das hier erst auslösen. Das nervt mich, der Hammer, Bruder. Nervt er mich gewaltig. So. Jetzt nehmen wir einen P-Switch mit. Das Problem ist, ich bin schon wieder klein. Gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. Wo müssen wir hin? Wir müssen da unten runter. Auf die Feuerlanze aufpassen. Alter, war schon wieder knapp. Durch die Röhre und schon sind wir am Ziel. Hammer, Hammer.
Ja, finde den Weg ist der richtige Begriff oder der richtige Titel für dieses Level. War ziemlich verwirrend und verwinkelt. Aber mit ein bisschen Gehirnschmalz kommt man da schon durch. Doch, hat mir gefallen. Hat mir gefallen, Bastianio. Ja, ein bisschen Zeit hätten wir noch. Machen wir die Parts halt ein bisschen länger. Macht ja nix. Es sei denn, das nächste Level wird auch wieder so lang. Werden wir sehen. Knochentee. New Super Mario Bros. U Style. Mit einer Abschlussrate von 6,35%. Ein Schiffslevel. Knochentee. Und Knochentee stehen jetzt so drauf. Pfefferminztee ist okay, aber Knochentee ist nicht so mein Dingens. Verdammt, voll daneben gesprungen. Voll daneben gesprungen. Ist das eine begehbare Wolke oder ist das ein Block? Das ist, glaube ich, nur ein Block, oder? Machen wir es anders. So. Gibt es hier irgendwo was Gescheites? Propellerpilz oder sowas? Gibt es hier nirgends, ne? Feuerblume. Feuerblume ist auch okay. Ah, hier geht's nicht lang. Hier geht's nicht lang. Mal oben drüber. Jawohl, es geht. Oben drüber geht. Boah, Gigantoknochen trocken. Deshalb auch Knochentee. Komm mal her. So. Nach oben. Weiter, weiter, weiter. Ups. Ohne den nächsten Knochen trocken. Geht's da rein? Ja, es geht da rein. Oh, müssen wir jetzt wieder raten hier, welche Tür wohin führt. Oh, da hinten gibt's Fragezeichenblöcke. Gucken wir mal, gucken wir mal, gucken wir mal. Oh, Feuerblume ist geil. Feuerblume gefällt mir. Geht's da rein? Hier geht's auch rein. Es geht in die Türen, es geht in die Röhren. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Wahrscheinlich latsche ich jetzt 15 Mal im Kreis. Verdammt. Bin ich jetzt am Ziel? Na, natürlich nicht. Natürlich nicht. Wo muss ich hin? Verwirrend, verwirrend. Verdammt. So. Verdammt. Bowser killen. Kill nur Bowser. Den alten Lauser. Und schon hat er mich. Schon hat er mich. Und schon hat er mich schon wieder. Komm, gib mir Feuerblume. Gib mir Feuerblume. Verdammt. Verdammt, ist gar nicht so einfach, die zu behalten. Bowser, dem alten Deppen. Der nervt mich jetzt. Du nervst mich, Alter. So. Schulter down. Und wir müssen... Hätten wir gar nicht besiegen müssen. Es gab nichts dafür. Hätten wir auch überspringen können. Oh, wir sind am Ziel. Hammer, wir sind am Ziel. Wir sind am Ziel. Na, sehr schön. Ging das Level ja doch relativ fix. Liegen wir gut in der Zeit, das passt. Wird noch gestern, aber jetzt beendet. Oh, ich bin... Weit weg vom Weltrekord, wo es so schnell ging. Schade, schade, Marmelade. Egal. So, Leute. Ich beende den Part, wie immer halt. Ich bedanke mich fürs Zusehen, auch wie immer. Und ich sag Servusle. Bis zum nächsten Mal. Wie immer. Euer Dosten.